So wie es scheint, haben wir hier So wie es scheint, hatten wir hier Kampfmusik in der Folge von Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ja. Also scheinbar war hier gerade was, aber es ist nicht mehr aktuell. So, ich muss jetzt erstmal kurz mit dem Typ hier reden. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen Ort. Setzt euch doch. Ja? Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt ganz schön Mumm euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Die Augen sind so hart. Nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also wir beide, wir danken euch. Das freut mich. Verzieht euch einfach. Trinkt auf die Gefallenen. Mögen ihre Seelen nach Sovngarde finden. Beruhigt euch, Vater. Er macht eine Szene. Ja? Was habt ihr für ein Problem? Ich werde erst ruhig schlafen. Ich mache mich aus dem Staub. Hilfe! Ich halte mich da raus. Tut mir nicht weh. Wir werden nicht lange genug leben, um das zu bereuen. Dreckiges Diebesgesindel. Oh, Dieb. Und noch einer. Was ist los, Drachen? Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Das freut mich. Ich sag's mal so, ich will nichts klauen. Ich will nur meine Schlosslagerfähigkeit verbessern. So, jetzt gehen wir aber zu den Stellen von Riften. Und dann schauen wir mal. Ah. Ich sollte, während ich irgendwo hin porte, nicht schauen, dass ich mich raus habe. So, wie heißt die Ding, die ich suche? Die vergessene Mine. Die vergessene Mine, die soll irgendwo hier liegen, glaube ich. So unten um den Dreh. Soll ich euch mitnehmen? Nee, gerade nicht.
Ja, und wir sehen es ja, dass da jetzt auch schon Höhlen und eine Mine eingezeichnet ist, ne? Muss man eben nur den Eingang finden. Ich gehe mal in Richtung der Mine, der eingezeichneten Mine. Dieser Jackpot, hab sie. Ah! Nur Stein oder was? Und hier hinten bei Markov soll eigentlich auch noch was Interessantes sein, was Gold angeht. Gehen wir mal kurz rein. Ja, also Nahrung habe ich jetzt echt langsam genug. Da soll könnte ich jetzt mal aufhören. Ne? Wisst ihr, gerade wenn man denkt, dass man ganz unten angelangt sei, werfen einem die Ädra manchmal einen Rettungsleiter zu. Seit die Rebellen die Mine in diesem Bereich übernommen haben, habe ich irgendwo Arbeit finden können. Und schon kommt mein alter Partner Bernd des Weges mit einem Besitzurkunde für eine alte Goldmine in den Bergen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander gearbeitet haben. Tja, 4 Jahre werden es jetzt wohl sein. Es ist schön, endlich mit jemandem zu arbeiten, der sich auskennt. Und es klingt, als wäre es leicht verdientes Geld. Niemand verkauft eine Mine für nur eine Handvoll Septime. Ich dachte mir schon, dass es ein schlechter Zustand sein würde. Aber so schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Das ist kaum mehr als eine bessere Höhle. Mag sein, dass hier einmal Gold gegeben hat. Aber wir haben nicht einmal eine Ader, mit der wir anfangen könnten. Wir haben darauf losgehauen. 3 Wochen haben wir mit dem Graben des unteren Tunnels zugebracht, aber noch nichts dafür aufzuweisen. Kein Gold, keine Edelsteine, kein Erz, nicht irgendein nützliches Gestein. Die Steine hier zerbröseln, sobald man aufeinander stapelt. Ich bin bereit aufzugeben, aber Bernd will weitermachen. Nur noch ein kleines bisschen weiter, Hadia. Und wir sind nahe dran, Hadia. Ha! Bernd will, dass ich nächste Woche nach Riften zurückkehre, um Nachschub zu holen. Vielleicht kann ich mich dabei ein wenig beruhigen. Ich bin zurück und nichts von Bernd ist weit und breit nichts zu sehen.
als wäre er einfach fortgegangen. Kein Blut, kein Kampf, er hat mich wohl einfach im Stich gelassen. Ich habe 3 Tage lang gewartet, aber er ist nicht zurückgekommen. Ich gehe nach Riften zurück und sehe zu, ob ich ihn dort, ob ich ihn oder vielleicht einen anderen Arbeit finde. Es hat keinen Zweck, hier noch mehr Zeit zu verschwenden. Bern, wenn ihr das findet, ich hatte mehr von euch erwartet. Aber laut dem Wiki soll's hier in dieser Höhle reichlich Gold geben. Also laut dem Skyrim-Wiki. Laut dem soll es hier drin Gold geben. Und nicht mal wenig, angeblich. Aber laut diesem Brief gibt es hier dann gar nichts. Und so wie es aussieht, ist es auch so. Das finde ich jetzt nicht so toll. Finde ich jetzt gar nicht toll. Wenn es hier einen Weg hoch gäbe. Weil da gibt es ja scheinbar wirklich einen Weg, der da hinter Wasser durchführt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Gold da hinten ist. Was ist das? Blutende Krone. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es Gold da hinten ist. Aber es gibt da ja gar keinen Weg durch. Es könnte natürlich auch sein, dass man hier gar nicht weiterkommt. Könnte natürlich auch sein, ne?
dass man da gar nicht erst durchkommt oder sowas. Geht doch. Hier ist Gold. Ich hab Gold. Und nicht gerade wenig. Und hier kommt man scheinbar auch ohne Gefahr rein. Das freut mich jetzt derbe. Auch wann bin ich gekommen? Ja, also auf jeden Fall hinter dem Wasser gibt es 3 Goldadern, die sich natürlich immer wieder erneuern. Ja, ist klar. Die haben wahrscheinlich nie, wirklich nie, hinter Wasserfall geschaut. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch die Hoffnung fast aufgegeben, dass es hier was gibt, ne? Aber wer sucht, der findet. Ja. Wenn man sich Mühe gibt, findet man immer ein bisschen was. Ein Kürbis. Hier wächst einfach so ein Kürbis, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist das aber eine Überraschung?
Really? Bei so einer einfachen Kiste verschleudere ich eins. Na, sowas meine ich. Es kann durchaus passieren, dass etwas steigt. Ah, fuck. Also wie gesagt, es kann durchaus passieren, dass man etwas liest und dass dann eine Fähigkeit steigt. Das kann immer passieren. Darum sollte man die Bücher auch lesen. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Das werdet ihr bereuen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah! Ah! Ja! Geht auf, solange ihr noch könnt. Ja! Ja! Ich muss zwar viel davon essen, aber... Ich habe ja auch viel. Sie hat eine dicke Lippe riskiert. Was habt ihr da gemacht? Ein Häschen gekillt, oder was? Da liegt doch mal ein toter Haas. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Weg jetzt gerade hinführt. Aber ich folge ihm einfach mal. Ah!
Dieser Kachichia ist böse, ne? Also ich kann schon sagen, dieser KGT hier ist böse, sehr böse. Ich speichere mal zwischendurch, ne? Wieso kann ich nicht in diese Richtung gehen? Da hinten ist die Festung Dämmerwacht eingeschrieben, aber ich kann nicht hingehen. Frag mich, wo ich hinkomme, wenn ich der Straße hier folge. Wahrscheinlich komme ich zum Stall von Riften. Ah, nee, da ist eine Mühle angeschrieben. Aber wahrscheinlich ist das hier Riften, oder? Kann das sein? Hm, ja.
das ist Schrifton. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Ich? Nee, nicht wirklich. Ihr braucht etwas? Das Elfenbein dieses Stoßzahns eignet sich perfekt für die Einlagearbeiten meiner Amulette. Perfekt. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. Leider nicht so gut. Dieser Brynjolf, er zieht den Leuten mit seinen lächerlichen Wundermitteln das Geld aus der Tasche. Vor ein paar Monaten war es Trollfettsalbe und jetzt hat er was Neues im Angebot. Nicht, dass man dagegen irgendwie vorgehen könnte. Er hat gute Beziehungen zur Diebesgilde. Er ist Mitglied der Diebesgilde. Passt auf euch auf, Landläufer. Hoppla! Hoppla! Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. So. Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten. So, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, Leute.